Dankeschön. Bin schon übler beleidigt worden. Schönen guten Abend. Ich wollte mit Ihnen über den Kapitalismus sprechen. Ob Sie interessiert, hilft jetzt nicht weiter. Es ist einfach so. Sie wissen, das ist ein schwieriges Thema, weil es hat ja längst religiöse Dimensionen angenommen. Die Menschen im Westen haben den Glauben an alles verloren, aber sie glauben unbeirrt, dass die kapitalistische Art zu wirtschaften langfristig für alle Menschen auf der Welt das Beste überhaupt wäre. Sie können genauso gut wieder an den Osterhasen glauben, aber das ist das Tolle an der Religion. Da gibt es nichts zu diskutieren, das muss man nicht begreifen, das muss man einfach nur glauben. Und die Götter in der Religion Kapitalismus sind Wachstum und Produktivität. Da dürfen Sie überhaupt nichts gegen sagen. Sonst sind Sie ein Vollspinner. Ohne Wachstum geht doch nichts, das wissen wir doch. Beschäftigt durch Wachstum, ewiges Wachstum, ist schwierig. Fragen Sie Rainer Kallmund. Aber man muss am Ball bleiben. Produktivität mit immer weniger Menschen, immer kürzerer Zeit, immer mehr herstellen. Immer höher, schneller, weiter. Wo kommt das her? Wo haben wir Menschen das her? Doch nicht aus der Natur. Die Natur ist doch nicht produktiv, die ist ja nicht effektiv, die ist verschwenderisch. Ein Löwe, der jagt eine Antilope, dann frisst er, bis er satt ist. Und dann sagt er, boah, war das lecker. Dann legt sie in die Sonne und wartet, bis er wieder Hunger kriegt. Der Löwe kommt dann hier auf die Idee zu sagen, ich habe für die Antilope jetzt 15 Minuten gebraucht. Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich heute noch 4. Da kann ich morgen frei machen. Der Löwe ist ja nicht bescheuert. Der hat ja nicht BWL studiert. Im Gegensatz zum BWLer weiß der Löwe ganz genau, wenn er heute 5 Antilopen fängt, kann er am nächsten Tag gar nicht frei machen. Nein, da muss er nämlich einen Kühlschrank bauen am freien Tag, um die Antilopen frisch zu halten. Und am nächsten freien Tag kann er wieder nicht frei machen, da muss er für den Strom sorgen, den Kühlschrank zu betreiben, da muss das Haus drumherum gebaut werden, das Ganze muss bewacht werden. Und am Ende hat der Löwe nie mehr Zeit, in Ruhe in der Sonne zu liegen, zu sagen, boah, war das lecker, was jedem mir gut. Nur dem Menschen, dem, der schon alles hat, dem kann man einreden, dass er jedes Jahr noch mehr Antilopen pro Tag jagen muss, damit er sich jedes Jahr das neueste Kühlschrankmodell leisten kann. Denn das ist das, was uns glücklich macht. Mehr. Mehr heute als gestern, morgen mehr als heute. Kapitalismus heißt, man kauft Dinge, die man nicht braucht, von Geld, das man nicht hat, um Menschen zu beeindrucken, die man nicht leiden kann. Und in diesem Teufelskreis sind wir natürlich alle gefangen. Und alle sollen sie werden wie wir. Denn wir sind das Vorbild für Europa. Sagt doch die Mutter Merkel. Die müssen doch alle so werden wie wir. Wir sind Exportweltmeister. Die soll ein Beispiel sie an uns nehmen. Ich glaube, die Merkel geht davon aus, wenn alle Länder mehr exportieren, als sie importieren, dann sind die Probleme gelöst. Es ist eine Religion. Man muss es nicht begreifen, man muss es einfach nur glauben. Wir Deutsche sind das Vorbild für die Welt, wir sind fleißig, das wissen wir doch. Nicht? Die Wettbewerbsfähigkeit, das Gequatsche von der Wettbewerbsfähigkeit soll auch nur an unsere tiefsten Instinkte appellieren, dass die in Südeuropa sowieso alle faul sind. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein Gerücht. Das hat der Sarrazin ja genetisch erklärt, der alte Genetikexperte. Die können da auch nichts für, die kommen da mit der Hängematte auf die Welt, da machen sie nichts dran. Der Deutsche kommt auf die Welt und ist fleißig, der packt an, der baut was auf. Wenn was kaputt geht, der baut das wieder auf. Wenn gerade nichts kaputt ist, macht er was kaputt, damit er was zum Aufbauen hat. Der Deutsche macht und tut und rackert und schafft und spart sich was. Und wenn auf der Welt was passiert, rufen sie wo an? Beim Deutschen und fragen, ob er es bezahlen kann. Das ist doch die Überzeugung der Deutschen, dass wir doch alles bezahlen. Wir sind die Zahlmeister der Welt, wir sind das Sozialamt der Welt. So laufen doch diese Pegida-Leute durch die Gegend. Wir müssen alles immer bezahlen und alle kommen nur hier und lassen sich von uns hier durchfüttern. Pegida. Das sind Leute, die laufen in der Transparenten her, da steht drauf, gegen Gotteskriege auf deutschem Boden. Hä? Wer soll denn dafür sein? Mal einer die Hand hoch. Was ist denn das für eine Demo? Ich bin auch gegen schlechtes Wetter. Mache ich deshalb eine Demo? Das kann doch alles nicht sein.
Warum die Demonstration gegen Wohnungseinbrüche auf deutschem Boden? Oder gegen die Machenschaften der italienischen Mafia? Aber die ist ja katholisch. Ne? Es geht um den Islam. Es geht nicht um Fehlentwicklung, es geht um den Islam. Das sind diese Leute. Pegida, Islam. Und da kommen die Politiker und sagen, man darf nicht sagen, das sind alles Nazis. Nein, das stimmt. Manche sind einfach auch strunzdumme Hohlköpfe. Dann hat sich die Bewegung in Dresden noch geteilt. Die strunzdummen Hohlköpfe wollten mit den Nazis nicht mehr zusammen demonstrieren. Inzwischen wächst wieder zusammen, was zusammengehört. Dann sitzt die Ex-Sprecherin von Pegida vor Oertel, zur besten Sendezeit im ersten Programm, sonntagsabends mitten in der Jauchegrube und erklärt, es gäbe Tabuthemen in diesem Land, auf die Pegida überhaupt das Aufmerksam gemacht habe, und nennt dann als Beispiel unwidersprochen Asyl und Migranten. Das sind natürlich Themen, das wird ja wirklich immer totgeschwiegen. Also ich glaube, Migranten, das ist ein Thema, da könnte man einer ein Buch drüber schreiben. Das wäre bestimmt ein Bestseller, glauben Sie nicht? Und dann kommt am Ende noch Sigmar Gabriel und sagt, man muss für die Leute auch Verständnis haben. Nein, muss man nicht. Man muss nicht für alles Verständnis haben. Man muss nicht Verständnis haben, wenn Menschen ihren Fremdenhass hinter der Angst vor dem Islam verstecken. Und man muss auch nicht Verständnis haben, wenn Politiker sich noch bei jedem einschleimen, der sich noch zur Urne schleppen kann. Oh, Sigmar Gabriel, früher waren dick und doof mal zwei. Die Deutschen sind die Einzigen auf der Welt, die fleißig sind. Das ist die feste Überzeugung hier. Wir sind die Einzigen auf der Welt, die alles, was sie haben, ihrem eigenen Fleiß zu verdanken haben. Also wir Westdeutschen, jetzt müssen wir auch mal ganz genau werden. Ja, jetzt sagen wir doch mal ehrlich, als die Mauer aufging vor 25 Jahren, ist doch im Westen über die Ossis genauso gelästert worden wie heute über die Griechen und die Spanier. Guck dich doch mal an, wie das da aussieht, das damals hier heißt. Was haben die denn 40 Jahre lang gemacht? Die wissen doch gar nicht, was Arbeiten ist. So ist doch hier geredet worden. Guck dich doch mal die Städte im Osten an. Das sieht doch aus wie im schlimmsten Teil von Süditalien. Bloß noch mit dem scheiß Wetter dabei. Ja, Elend im Regen mag der Deutsche überhaupt nicht. Elend befürchtet sich gerade im Schatten. Da fliegt der Deutsche hin, da kann er sich entspannen. Der Mythos vom fleißigen Deutschen. Der Chinese ist doch auch nicht faul. Der Inder auch nicht. Es kommt doch knüppeldick. Der Rumäne will anfangen zu arbeiten. Gucken Sie nicht weg, ist das die Aufgabe des Rumänen? Der Rumäne hat als Diebesbande im Wald rumzulaufen, oder? Wir bauen die Handys, Rumänen klauen die Handys. Das war immer die Verabredung. Plötzlich klauen die ganze Handyfabriken. Vor ein paar Jahren zog Nokia mit der kompletten Fabrik von Bochum nach Rumänien um. Da waren die in Rumänien wettbewerbsfähig geworden. Das ist es nämlich. Wenn diese Länder wettbewerbsfähig werden, nehmen die uns die Arbeitsplätze weg. Das ist, was die Merkel von diesen Ländern fordert. Ich glaube, als Nokia nach Rumänien verschwand, haben manche Westdeutsche zum ersten Mal begriffen, die Mauer war unser Freund. Ja, wir haben hier von der Mauer profitiert. Die Mauer hat uns Westdeutsche reich gemacht. Wir waren ein Hochlohnland mit Billigimporten. Hochlohnland, denn die Mauer hat uns die billigen Arbeitskräfte aus Osteuropa als Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt vom Hals gehalten. Und die billigen Importe hat die Mauer durchgelassen. Eine perfekte Membran. Und wir konnten uns noch moralisch darüber empören. Eine Win-Win-Win-Situation. Und sie haben uns die Mauer kostenfrei dahingestellt. Das wollen wir nicht vergessen. Das Ding ist all die Jahre einwandfrei gewartet worden. Und als die Betreibergesellschaft der Mauer, als die DDR 1983 zum ersten Mal ernsthaft in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, was war da? Strauß Milliardenkredit, kommt sofort, ne? 1,5 Milliarden D-Mark Kredit für die DDR. Da sind die aber noch mal 6 Jahre lang mit ausgekommen. Mit 17 Millionen Insassen, da können Sie mal sehen, wie ordentlich da gewirtschaftet worden ist. Wenn Sie das Geld heute nach Griechenland überweisen, verdampft das auf dem Weg. Das wären heute 750 Millionen Euro. 750 Millionen Euro Miese, das war bei der WestLB ein guter Tag.
Die Banken haben tausende Milliarden in den Sand gesetzt und schimpfen über sozialistische Misswirtschaft. Was soll denn das jetzt sein? Sozialistische Misswirtschaft? Ich würde heute sagen, die DDR war unser Niedriglohnsektor. Die Brüder und Schwestern haben für kleines Geld die Sachen hergestellt, die bei uns die unteren Einkommensgruppen und die Studenten kaufen konnten. IKEA hat damals in der DDR produziert. Das wissen Sie hoffentlich. Das ist heute offiziell bekannt. Politische Gefangene in der DDR haben IKEA-Regale hergestellt. Damals hat man das nur ahnen können. Das Billigregal war immer ein typisches DDR-Produkt. Mal fehlten die Löcher, mal fehlten die Schrauben. Hier, die billigen Kühlschränke, die Waschmaschinen bei Otto von Sonne-Neckermann. Privileg. Die ganze Marke Privileg wurde komplett in der DDR produziert damals. Die billigen Jeans von C&A kamen aus der DDR. Praktika, die billige Kamera. Die haben alles für den westdeutschen Markt produziert. Bei uns war das was für die kleinen Leute, wie man so schön sagt. Die Brüder und Schwestern selber konnten sich das Zeug nicht leisten. Alles, was die erwirtschaftet haben, ging in den Erhalt ihres eigenen Gefängnisses. Man könnte sagen, es war eine perfekt organisierte Arge. Oder man sagt, es hat immer schon einen Euro-Jobber in Deutschland gegeben. Nur früher haben wir die wegen der Mauer nicht sehen müssen. Jetzt? Jetzt sind die integriert, meine Damen und Herren. Wenn Sie mal die Arbeitslosen in heutigen Deutschland mit den Niedriglöhnern zusammenrechnen, kommen Sie auf 13 Millionen Menschen. Wenn Sie von den DDR-Bürgern, die es damals gab, 17 Millionen, die Kinder und die Leute, alten Leute abziehen, landen Sie auch bei 13 Millionen Menschen. Das ist die Wahrheit über unsere Wirtschaftsform. Der Kapitalismus funktioniert eben nur so. Das ist eben nicht für alle möglich. Das ist wie Lotto. Lotto kann jeder Millionär werden, ja, aber nicht alle. Den Unterschied zwischen alle und jeder intellektuell zu durchdringen, gelingt nicht vielen. Das, was wir in der alten BRD hatten an Lebensstandard, das war eben nicht für alle Deutschen machbar. Wir waren das Land mit den höchsten Durchschnittslöhnen in Europa bis 1990. Und seitdem sind wir durchgereicht worden. Jetzt sind wir das Land mit dem größten Niedriglohnsektor und den niedrigsten Durchschnittslöhnen in ganz Europa. Das ist nämlich Wettbewerbsfähigkeit. Wenn die Menschen nicht mehr genug verdienen, um davon leben zu können, dann ist man wettbewerbsfähig als Volkswirtschaft. Das, was wir hatten, ist nicht für alle machbar gewesen. Nicht für alle Deutschen und natürlich geht das auch nicht für alle Europäer. Da muss man einfach mal ehrlich sein. Und für die ganze Welt geht's gar nicht. So viele Rohstoffe sind auch nicht da. Hallo, ewiges Wachstum, wovon? Der Planet ist endlich. Ganz einfaches Rechenbeispiel. Es ist immer alles nur Pi mal Daumen, es geht nur um die grobe Richtung. Sehen Sie, die alten G7-Staaten, das waren Großbritannien, Frankreich, Italien, Westdeutschland, USA, Kanada und Japan. Das waren nicht mal 800 Millionen Menschen. Damit haben wir jahrelang 40% aller Rohstoffe der Welt verbraucht. Das war unser Lebensstandard. Die Chinesen haben jetzt schon 1,4 Milliarden Einwohner. Die Inder haben 1 Milliarde Einwohner, schneller wachsen als China. Die werden China einholen in ein paar Jahren. Wenn die Chinesen weitermachen wie die letzten 10 Jahre mit ihrem Wirtschaftswachstum, brauchen die Chinesen für ihre Bevölkerung ja eines Tages mindestens 40% aller Rohstoffe. Denn die streben ja unseren Lebensstandard an. Die Inder brauchen eines Tages auch für ihre Bevölkerung mindestens 40% aller Rohstoffe. Wir alten G7-Staaten brauchen immer noch mindestens 40% aller Rohstoffe. Und schon wird es selbst für Menschen mit Dyskalkulie so ein bisschen knapp. Und während die Wirtschaftsexperten in den Talkshows noch versuchen, den Kuchen in 3x40% aufzuteilen, fragen die restlichen 4 Milliarden Menschen auf der Welt, was kriegen wir denn eigentlich? Da sind noch 4 Milliarden Leute über. Zu diesen 4 Milliarden Menschen, die dann noch nichts haben, gehören 24 europäische Länder, die in der EU sind, aber nicht zu den G7-Staaten gehören. Und da ist die Ukraine dann immer noch nicht dabei. Wo soll das Zeug herkommen? Was glauben Sie, was passiert? Glauben Sie, die Afrikaner warten noch mal 50 Jahre, bis das Glück zu ihnen kommt? Nein, die machen sich irgendwann auf und kommen zu ihrem Glück. Und irgendwann werden die Afrikaner begreifen, es ist Quatsch, mit allem in ein kleines Boot zu springen. Da kommen die mit ganz vielen Booten. Dann reicht das nicht mehr, dem beim Absaufen zuzugucken. Da müssen wir was einfallen lassen. Und das ist doch die Diskussion, die eigentlich geführt werden muss, oder? Wie gehen wir mit diesem Wissen um, dass die Ressourcen der Welt endlich sind, dass nicht alle so leben können wie wir? Was ist die Konsequenz? Teilen die Reichen in Deutschland mit den Ärmeren in Deutschland. Teilt das reiche Deutschland mit den ärmeren Ländern in Europa. Teilt das reiche Europa mit den ärmeren Ländern der Welt. Oder schotten sich die Reichen jeweils ab?
Die Reichen in Deutschland, das reiche Deutschland in Europa, das reiche Europa von der Welt. Das ist die Diskussion, die geführt werden muss. Und da gibt es nur eine Partei, die hat eine klare Meinung. Das ist die AfD, die kennen Sie, die Affen für D-Mark. Die sind für die Abschottung. Und das findet immer mehr Anhänger. Abschottung ist super, ne? Wir gehen auf die Burg, ziehen die Zugbrücke hoch und dann Inzest und alles ist wunderbar. Ne? Monokultur war noch immer das Erfolgreichste auf der Welt. AfD, das ist gnadenlos. Die Arbeiter wählen jetzt AfD aus Protest. Das ist kein Wunder, die AfD hat ja Hans-Olaf Henkel an der Spitze, der alte Arbeiterführer. Der Chef der AfD, Herr Lucke, hat in der Finanzkrise gesagt, wir müssen die Löhne der Arbeiter senken, um aus der Krise zu kommen. Weiß der Arbeiter das? Nein, er liest ja nur Bild-Zeitung. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, Nazis sind sie nicht, die AfD-Leute. Das ist Quatsch, das dürfen sie nicht sagen. Es sind keine Nazis, weil dann wären sie ja Sozialisten. Sie sind aber das Gegenteil, sie sind Kapitalisten, durch und durch. Das ist neoliberaler Kapitalismus vom Allerfeinsten, die AfD. Im Grunde ist die AfD eine Mischung aus FDP und NPD, von beiden das Schlimmste. Nationalkapitalisten, meine Damen und Herren. Und die reden den Leuten einmal, wenn die D-Mark wieder haben, da geht's nach vorne, eine starke D-Mark, wir brauchen die starke D-Mark wieder. Wir sind Exportnation, das ist Ihnen schon klar, ne? Haben Sie mitbekommen, was die Schweiz gerade für Probleme hat? Der Franken ist so stark, dass die Exporte einbrechen. Die Schweizer Wirtschaft stöhnt unter dem starken Franken, aber wir wollen eine starke D-Mark haben. Bis 13 ist nicht jedermanns Sache, ich weiß. Was für Konsequenzen ziehen wir? Für Europa, die Festung Europa. Ist das ernsthaft? Das wird ja schon gebaut. Festung Europa? Hört sich super an. Ist aber eigentlich eine neue Mauer, oder? Wir bauen eine neue Mauer. Jetzt wird erst noch entschieden, kommen die Griechen auf die Seite von der Mauer oder auf die andere Seite von der Mauer. Wenn wir die Mauer erstmal gebaut haben, müssen wir bereit sein, die Mauer zu verteidigen, oder? Wir schießen mal eines Tages auf die, die rein wollen, nicht mehr auf die, die raus wollen. Hoffentlich können wir die alten Mauerschützen schnell genug umschulen. Ich sehe uns schon bei Honecker Abbitte leisten, dass der moralisch gesehen nur von der falschen Seite hat schießen lassen. Das ist die einzige politische Diskussion, die im Moment geführt werden müsste. Und was machen sie? Sie lenken uns davon ab mit der Schulden- und Finanzkrise. Die Schulden- und Finanzkrise ist ein reines Getue und Gemache, meine Damen und Herren. Seit 6 Jahren beschäftigen wir uns mit einer Krise, die nur einen einzigen Grund hat, immer mehr Menschen, die echte Arbeit haben, zu Arbeitssklaven weiter zu degradieren. Die Löhne der arbeitenden Menschen immer weiter zu senken, das ist die Aufgabe dieser Finanzkrise. Denn die Finanzkrise an sich lässt sich mit einem Schnips lösen. Das Ressourcenproblem lässt sich nicht lösen. Sie können nicht beliebig viel Erz aus dem Erdreich holen. Geld? Was ist denn Geld? Geld ist eine Fantasie. Sie glauben, dass Sie für das Papier, das bedruckt ist und in Ihrem Portemonnaie schlummert, morgen noch Brötchen kaufen können. Ja, der Glaube ist schön. Kann aber sein, dass der Bäcker morgen sagt, oh, wissen Sie was, bedrucktes Papier finde ich blöd. Geben Sie mal Ihre Armbanduhr, dann können Sie Brötchen haben. Dann sagt er, die wollte schon der Metzger haben. Dann sagt er, ja, dann essen Sie mal die Wurst ohne Brot. Ne? Ja, Sie lachen, das ist den Menschen in Deutschland auch schon mal passiert. Geld kann seine Wert von heute auf morgen komplett verlieren. Geld ist nichts, Geld ist eine Fantasie. Und was sind Schulden? Die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen. Das hat uns doch noch nie einer richtig erklärt. Der Kapitalismus lebt davon, dass er die Menschen blöd hält, damit sie nicht begreifen, wie das Finanzsystem funktioniert. Und dann heißt es, wir leben auf Kosten der nächsten Generation. Wenn wir jetzt Schulden machen, leben auf Kosten der nächsten Generation. Das ist auch Quatsch. Die Reichen vererben ihr Vermögen an die nächste Generation. Die Armen vererben die Schulden an die nächste Generation. Auch in der nächsten Generation sind die Schulden und das Vermögen genau gleich hoch. Denn das Vermögen des einen sind die Schulden des anderen und umgekehrt. Und im Kapitalismus entsteht alles Geld durch Schuldenmachen. Das ist ja der Wahnsinn an der Sache. Da wird ja Geld ausgegeben, das gar nicht da ist. Die Finanzkrise wäre ja relativ leicht zu lösen gewesen. Es ging ja auch gar nicht um richtiges Geld. Es ging um Buchgeld. Das ist ein Thema für sich. Die Banken dürfen Geld aus dem Nichts schöpfen. Sehen Sie, eine Bank darf das 10-fache von dem verleihen, was sie hat. Auf diesen perversen Gedanken muss man sie erstmal einlassen. Sie zahlen 1.000 Euro ein auf eine Sparkasse und dann darf die Sparkasse ihm 10.000 Euro leihen. Wo kommen die 9.000 Euro her? Die gibt es gar nicht. Die Bank schreibt die einfach in die Bücher. Das Geld wird giriert. Im Grunde schreibt die Bank auf einen Zettel, dass er in einem Jahr 10.000 Euro haben wird. Und er unterschreibt den Zettel. Er unterschreibt einen Kreditvertrag, da steht drin, dass er der Bank in einem Jahr 10.000 Euro geben wird plus Zinsen.
Zurückzahlen nennen die das lustigerweise, obwohl das Geld gar nicht da ist. Und mit dem Zettel kann er einkaufen gehen. Der könnte ja selber Zettel ausfüllen. Ne? Der könnte auf einen Zettel schreiben, ich werde in einem Jahr 10.000 Euro haben. Versuchen Sie dann mal einkaufen zu gehen. Wenn die Bank den Zettel ausgefüllt hat, dann kann er damit einkaufen gehen. Wenn er jetzt in einem Jahr kommt und sagt, das tut mir leid, ich kann die 10.000 Euro nicht zurückzahlen, das ist alles schiefgegangen, meine Geschäftsidee, alles in die Hose gegangen, da kann die Bank nicht sagen, ja, Pech, ne? Ist das Geld weg? Dann muss ich sagen, Moment mal, das Geld kann nicht weg sein, weil das war ja nie da. Wir sind dann weg und das geht nicht, denn wir sind systemrelevant. Außerdem schulden wir der Frau ja noch 1.000 Euro, wie stellst du dir das jetzt vor? Sollen wir die Bank zumachen und arbeiten gehen, um die Schulden abzubezahlen? Haben wir hier blöd auf der Stirn stehen? Was macht die Bank in so einem Fall? Sie leiht dem Mann 11.000 Euro. Und sagt, davon zahlt sie die 10.000 zurück plus die Zinsen. Diesmal kriegt er keinen Zettel zum Einkauf. Das wird nur noch in die Bücher der Bank geschrieben. Die Bilanz der Bank steigt. Der hat jetzt 11.000 zu kriegen, steht aber nur in den Büchern. Kommt nicht mehr in Umlauf, deshalb haben wir keine Inflation seit Jahren. In einem Jahr sagt die Bank, was ist mit den 11.000 Euro? Was soll denn damit sein? Ich habe die nicht gesehen. Stimmt, sagt die Bank, da kriegst du ja 12.000 Euro. Das wird aber nur noch in die Bücher geschrieben. Und das ist das, was die mit Griechenland und den anderen Ländern auch gemacht haben. Auch mit uns Deutschen. Wir Deutschen haben noch nie einen einzigen Cent an Schulden zurückgezahlt. Wäre ja auch eine Katastrophe. Ja, runzen Sie nicht die Stirn. Wenn wir die Schulden zurückzahlen, dann bricht das ganze Finanzsystem zusammen. Sie wollen doch Zinsen haben. Wenn keiner mehr Schulden macht, wo sollen denn Zinsen herkommen? Jetzt ist da gerade das ganz große Drama. Keine Zinsen mehr. Der Zinsklau. Steht in der Zeitung, der Zinsklau. Wer klaut denn da was? Sie zahlen Geld in eine Lebensversicherung ein und wollen darauf 4% Rendite haben. Was glauben Sie denn, was die Lebensversicherung mit dem Geld macht? Sperrt ihr das in Schließfach, da rammelt das und kriegt Junge? Die müsste noch jemand finden, der das Geld von der Lebensversicherung leiht und 7% Zinsen zahlt. Weil Sie wollen 4% haben, die Lebensversicherung hat Kosten, will selber was verdienen und die Aktionäre wollen auch was haben. Also muss einer 7% Zinsen zahlen. Und im nächsten Jahr legen die Deutschen wieder Milliarden in Lebensversicherungen an. Und da muss wieder einer gefunden werden, der das leiht. Und das waren jahrelang die Griechen, die Italiener und die Spanier. Wir haben denen Geld geliehen. Und das Rad lief immer weiter, weil es in den Büchern läuft. Hätte man von Anfang an gesagt, jetzt brauchen wir das Geld mal zurück. Da hätte es sofort geheißen, ja, nee. Aber es wird immer weiter aufgebaut. Immer weiter aufgebaut. Und das Vermögen der Deutschen allein ist von 1980 bis heute von 2.000 Milliarden Euro auf 5.000 Milliarden Euro gestiegen. Von 2 Billionen auf 5 Billionen. Das Barvermögen der Deutschen ohne Immobilien. Und auf diese 5 Billionen Euro sollen Zinsen erwirtschaftet werden. Von wem? Von den Menschen, die in der realen Wirtschaft tatsächlich arbeiten. Die Zinsen entstehen nicht in der Bank. Die müssen von Menschen in der realen Wirtschaft, die echt was herstellen, muss das erwirtschaftet werden. Und das geht irgendwann nicht mehr. Das Schuldenproblem ist relativ leicht zu lösen. In Deutschland sowieso. Sehen Sie, jeder Deutsche hat 25.000 Euro Staatsschulden. Das sind unsere Schulden, sind 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden. Hat jeder Deutsche 25.000 Euro Staatsschulden. Spüren Sie diese drückende Last. Jeder Deutsche hat aber auch 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, Sie auch. Sie müssen mal aufräumen. Das Geld ist doch da, habe ich ja gerade erklärt. 5.000 Milliarden Euro Barvermögen. Das Geld ist tatsächlich da. Das sind pro Kopf 60.000 in Deutschland. Jetzt habe ich mir eine Frage. Sie haben 60.000 Euro Barvermögen. Warum haben Sie 25.000 Euro Schulden gemacht? Ist doch bescheuert, oder? Auflösung. Die 25.000 Euro Staatsschulden haben Sie wirklich. Das ist Ihr Anteil an Deutschland. Die 60.000 Euro Barvermögen pro Kopf, die gibt es auch. Aber die haben Sie nur statistisch. Das Geld ist schlecht verteilt. 50% der Menschen, die in diesem Land leben und arbeiten, haben überhaupt kein Vermögen. Die verdienen so wenig Geld, die können nichts zurücklegen. Das reichste 1% verfügt über 33% der gesamten Ersparnisse dieses Landes. Die reichsten 10% verfügen über 66% der gesamten Ersparnisse dieses Landes. Und diese 66% sind noch gewachsen, von 64,5% auf 66% in der Schuldenkrise. Das heißt, die Schuldenkrise hat die Reichen noch reicher gemacht und die anderen, der Teil der Leute, die nichts haben, wird immer größer. Und oben haben immer weniger, immer mehr. Jetzt sind wir ja eine Schicksalsgemeinschaft. Lachen Sie nicht, hat der Schäuble gesagt. Wir sind eine Schicksals- und Solidargemeinschaft. Und diesen rollenden Schwätzer wollte ich immer schon mal ernst nehmen.
Jeder nimmt seine 60.000 Euro Barvermögen, zahlt die 25.000 Euro Staatsschulden zurück und wir fangen alle mit 35.000 Euro nochmal neu an. Wäre das ein Vorschlag? Und jetzt die volkswirtschaftlich realistische Variante. Und das ist kein Quatsch, das haben Volkswirte durchgerechnet. Und die argumentieren sogar innerhalb der kapitalistischen Struktur. Auch innerhalb des Kapitalismus könnte man die Länder entschulden. Wenn die reichen 10% lieber 5.000 von den 5.000 Milliarden Euro 66% haben, also 3.200 Milliarden Euro besitzen, die könnten die Staatsschulden so alleine bezahlen. Ne? Und hätten mehr über, als der Rest im ganzen Leben mit ehrlicher Arbeit jemals zusammensparen kann. Wenn die Hälfte ihrer 3.200 Milliarden Euro abgeben würden, wären die Schulden so weit abbezahlt, dass alles wieder seinen Gang gehen könnte. 50% müssen die abgeben, müssen die nie auf einen Schlag tun. Wenn die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5% abgeben, ist das Geld zusammen. 5% pro Jahr ist das, was die letzten 20 Jahre jedes Jahr in Zinsen kassiert haben, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich Zinsen? Das, wofür die Menschen gearbeitet haben, die tatsächlich arbeiten, ohne was zurücklegen zu können. 40% von allem, was in diesem Land erwirtschaftet wird, wird in Form von Zinsen oder Dividenden ausgeschüttet an die Leute, die Geld haben. Wir wollen die Zinsen der letzten 10 Jahre in den nächsten 10 Jahren wieder haben und dann ist Deutschland saniert. Und es müsste keiner auf was verzichten, lassen sich nichts einreden. Es geht nicht darum, das sauer verdiente Vermögen von Menschen zu besteuern. Wir reden von Menschen mit einem Barvermögen ab 1 Million Euro pro Kopf aufwärts. Das können Sie mit ehrlicher Arbeit nicht zusammensparen. Versuchen Sie es mal auszurechnen. Ich erwähne es nur mit den 1 Million, damit Sie nicht meinen, dass Sie betroffen sind von der Vermögensteuer. Falls Sie betroffen sein sollten, ich finde noch heute Abend jemand, der mit Ihnen tauscht. Wir reden von echtem Reichtum, der vor sich hin wächst, ohne irgendwas Produktives damit zu tun. Und davon kann man die Hälfte wegnehmen. Ob eine Familie Albrecht 20 Milliarden besitzt oder 10 Milliarden, meinen Sie, das merken die im Alltag? Warum konnte denn der Achenbach den Albrechtssohn da so bescheißen mit den Bildern? Bei dem Albrechtssohn war das völlig egal, ob so ein Bild 6, 7 oder 8 Millionen Euro kostet. Das merkt er doch ja nicht. Und dann hat der Achenbach gesagt, ach, wenn das so ist, schlage ich über was drauf. Hat er den Albrechtssohn innerhalb von 20 Jahren, innerhalb von 6 oder 7 Jahren um 20 Millionen beschissen. Ja, so einen Mann darf man noch nie einsperren. Den muss man auf Provisionsbasis fürs Finanzamt arbeiten lassen, meine Damen und Herren. So ein Zetsche von Daimler verdient 8 Millionen im letzten Jahr und jetzt 8,4 Millionen. Warum müssen diese Leute eine Gehaltserhöhung haben? Kann man denen keine Penisverlängerung anbieten? Diese Fußballer, 5, 6 Millionen im Jahr. Vielleicht kann man mal einen kostenlosen Führerschein spendieren oder so weiter. Das Gesetz wäre in 5 Minuten zu machen, es würde nicht dem Grundgesetz widersprechen und es würde uns allen besser gehen hinterher. Aber es hat keine Chance. Denn wir leben in einer Demokratie und Sie bekommen in unserer Demokratie bei einer demokratischen Wahl keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung wirtschaftlich profitieren würde. Kriegen Sie keine Mehrheit für. Sie kriegen jederzeit eine Mehrheit für eine Politik, von der die reichen 10% profitieren. Denn die Politik wird seit 40 Jahren gemacht und gewählt. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne sind wirtschaftspolitisch eine Einheitspartei. Innerhalb der SED gab es mehr Streit über Wirtschaft. Die erzählen alle das Gleiche. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins und Zinseszins. Das, was nur den reichen 10% nützt. Und diese 5 Parteien holen immer über 80% der Stimmen bei jeder Wahl, meist sogar 85%. Wie machen die das? Wie bringen die 70% der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen? Das machen die mit einem Trick. Die haben den Leuten eingeredet, dass es nicht anders geht. Und dass irgendwann alle davon profitieren, dass alle irgendwann zu den Besserverdienern gehören können, wenn sie sich nur anstrengen. Doi, doi, doi. Die bringen diese Leute dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen, ohne Mauer, ohne Schießbefehl, ohne Stasi. Der Honecker rotiert im Grab, wenn er sieht, dass er so ohne geht. Und wer hilft ihnen dabei? Das sind die Medien.
Wem gehören die Medien? Heute war ja von den Medien schon die Rede. Das ist nämlich die nächste spannende Frage. Wem gehört das Ganze? Ein paar reichen Familien, und die meisten kennen sie sogar. Springer, die bekannteste reiche Familie. Friede Springer, das ist Bild, Bild am Sonntag, Bild der Frau, Computerbild, Autobild. Welt, Welt am Sonntag, muss ja ein bisschen Konkurrenz und Abwechslung geben. Jede Menge Fernsehzeitschriften, Privatfernsehen beteiligt, N24 gerade ganz gekauft. Bild ist so mächtig, da legt sich keiner mit an. Deshalb geben alle Politiker der Bild-Zeitung Interviews. Die können jeden platt machen, wenn sie wollen. Der Wolf, der musste weg. Der hatte gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Und hatte noch einen Vortrag über die Zinspolitik gehalten während der Finanzkrise. Darüber ist schon gar nicht mehr berichtet worden. Da hat die Friedrich Springer so gemacht. Da machen die den weg. Der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, der Wolf, außer dass er ein bisschen blöd war. Das war noch nie ein Grund für einen Rücktritt, oder? Die zweite mächtige Familie, die Sie kennen, ist die Familie Mohn. Die sitzt in Gütersloh. Da steckt das mit dem Betäuben der Bevölkerung schon im Namen. Bertelsmann sagt Ihnen mehr. Das ist ein Familienbetrieb, der heißt Bertelsmann gehört der Familie Mohn. Liz Mohn steht an der Spitze. Friedrich Springer und Liz Mohn, die erfolgreichsten und mächtigsten Frauen des Landes, haben dasselbe Geschäftsmodell, haben als Kindermädchen in den reichen Familien angefangen, haben die Ehefrau weggebissen und den Alten überlebt. Das ist das Modell Schwarze Witwe. Sehr viel erfolgreicher als Feminismus. Fragen Sie Alice Schwarzer, die alte Bild-Zeitungsnutte. Bertelsmann ist der größte Konzern, der größte Verlag der Welt, Random House. Bertelsmann hat Gruner und Jahr jetzt gerade ganz gekauft. Das ist dann Stern, Brigitte und so weiter. Können Sie alles nachgucken. Bertelsmann gehört auch ein großer Teil vom Spiegel. Spiegel, die Bild-Zeitung für Abiturienten. Früher war das mal ein aufklärerisches Magazin, heute ist alles längst gleichgeschaltet. Sind Sie heute kein der Chefredakteur der Bild-Zeitung, Nikolaus Blome, Chefredakteur beim Spiegel? Wäre das ja früher undenkbar gewesen. Heute ekeln die reichen Familien Sie auch für nichts mehr. Es ist alles offen und ehrlich. Bertelsmann ist auch Privatfernsehen, RTL 1 bis 24. Die Funktion der Medien, die Verblödung der Massen, hat der Kohl noch clever geplant. Privatfernsehen hat er eingeführt, der Kohl wusste, das Volk braucht Brot und Spiele. Je trockener das Brot wird, desto lustiger müssen die Spiele werden. Nach 30 Jahren RTL ist es doch alles perfekt. Das Dschungelcamp ist die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen. Die meisten Unterhaltungssendungen in den Privatsendern bestehen aus Kindergeburtstagsspielchen. Sack schlagen, Eier laufen, Topf hüpfen. Wir sind wieder bei Gladiatorenkämpfen angekommen. Schlag den Raab. Und er steht immer wieder auf. Das ist das furchtbar. Bertelsmann macht aber auch Politik mit der Bertelsmann Stiftung. Da werden ja nicht nur die Studien gemacht, da werden auch ganze Gesetze entwickelt. Hartz IV ist von der Bertelsmann Stiftung geschrieben worden. Nicht von Peter Hartz, der hat ganz andere Löcher gestopft in der Zeit. Wenn Peter, einer geht noch rein, Hartz. Wenn der den französischen Präsident Hollande berät, kann es nur um die besten Puffs in Brasilien gehen, meine Damen und Herren. Noch eine Reichsfamilie, die Sie kennen, Burda. Burda, das ist Boulevard. Man sagt auch Gosse, Gala, bunte Frau und Kind, killen Hühn, womit Sie so Ihr Resthirn einwickeln. Fokus ist auch Burda. Das ist jetzt Spiegel für Hirnamputierte. So eine Art journalistisches Endlager. Sie müssen mal nachgucken. In Hannover regiert die Familie Mattsack. Der gehören alle Zeitungen Hannover, in Niedersachsen bis nach Rostock hin. In Köln können Sie keine Zeitung lesen, die nicht Neven Dumont gehört. Können Sie nicht lesen. Gibt es keine. Das sind Monopole. Am ganzen Niederrhein ist die Rheinische Post. Sind vier reiche Familien. Auch die Süddeutsche Zeitung gehört inzwischen einer reichen Familie aus Ludwigshafen, der Familie Schaub. Auf die bin ich gestoßen, als ich in Chemnitz geguckt habe, wem die Zeitung da gehört. Ich denke, Ludwigshafen, Schaub, Chemnitzer Freie Presse, wie kommen die denn zusammen? Chemnitzer Freie Presse war die Zeitung mit den meisten Abonnentenzahlen der alten DDR. Die hat der Kohl der Familie Schaub an der Treuhand vorbei zugeschüstert nach der Wende. Ludwigshafen, Oggersheim, muss ein Zufall sein, ist eine Verschwörungstheorie. Wir wissen bis heute nicht, wer die Spender wirklich waren. Der Kohl hält dich zumindest an der Stelle. Im ganzen Ruhrgebiet herrscht die Familie Funke, Funke Medien. Früher war es die Watz-Gruppe. Jetzt ist es eine Familie, Funke Medien. Und diese reichen Familien, meine Damen und Herren, die brauchen keinen Schießbefehl, die brauchen keine Mauer, die brauchen keine Stasi. Die haben den Stachelhalter durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn Sie 40 Jahre lang den Wirtschaftsteil solcher Zeitungen gelesen haben, dann ist auch zu spät. Das habe ich inzwischen begriffen. Ich sehe es den Menschen jeden Abend an. Ich kann doch gar nicht recht haben. Sonst müssen Sie ja zugeben, dass ich 40 Jahre lang für blöd verkaufen lassen und dafür noch Geld bezahlt habe. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung,
Mein Lieblingssatz ist, Soziales, was Arbeit schafft. Da würde kein Mensch widersprechen. Ich würde sagen, Herr Pofalla, wenn ich Ihnen Ihre Hackfresse mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Aber die sind jetzt hier, die schlug der Stacheldraht. Kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins- und Zinseszinspolitik. Die Griechen müssen wettbewerbsfähig werden, damit sie uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Perfektes System. Und in diesem System, meine Damen und Herren, wo Politik gemacht wird für die reichen 10% und die reichen Familien die Medien kontrollieren, in diesem Land ist die Merkel die ideale Kanzlerin. Weil die wird den Reichen selber nicht gefährlich. Die Merkel hat selber keine finanziellen Interessen, das glaube ich wirklich. Aber die interessiert sich auch überhaupt nicht für Politik. Die ist einfach gerne Kanzlerin. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem Til Schweiger gerne Schauspieler wäre. Dankeschön. Volker Pispers!